begleitet uns heute nach Epcot. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tag 6 hier aus Walt Disney World. Ja, Tag 6. Wir haben 2 Tage in unserem Zimmer verbracht wegen Hurricane Ian. Zwangspause, aber wir haben sehr, sehr viel geschlafen. Gefühlt 24 Stunden von den 48 Stunden. Also wir lagen eigentlich nur in der Waagerechten. Aber heute haben die Parks wieder offen. Und zu gesonderten Zeiten, also Epcot hat jetzt ab 11 Uhr für alle Gäste geöffnet und zwischen 9 und 11 Early Entry für Hotelgäste. Normalerweise ist Early Entry eigentlich nur eine halbe Stunde, aber sie machen dieses phasenweise auf und deswegen gibt es jetzt 2 Stunden so eine Art Extra Magic Hours für Hotelgäste. Ist in jedem Park so, aber alle Parks öffnen unterschiedlich heute. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich sehr. Wir haben Lightning Lane für Guardians of the Galaxy gekauft. $17, weil wir die Virtual Queue nicht bekommen haben. Wir probieren es nochmal um 13 Uhr. Ja, ich bin sehr gespannt. Und was Brina und Sie dann zu Epcot noch sagen. Wir werden die Early Hours auf jeden Fall jetzt nutzen, weil wir konnten jetzt keinen Genie Plus buchen in den ersten 2 Stunden. Während der Early Access Hours und wir werden so gut es geht ausnutzen, Attraktionen fahren und dann gegen heute Abend wollen wir dann noch zu Target und ins andere Disney Outlet. Die Schlange hier für den Epcot Bus. Alle anderen Parks, Stationen sind leer. Ah ne, Magic Kingdom kommt, aber da will keiner hinfahren. Irgendwie fahren alle nach Epcot, ich weiß auch nicht. Aber es kommt ein Bus nach dem anderen. Wir wären ja gestern eigentlich schon in Epcot gewesen und hätten da eine Reservierung für Space to 20 gehabt. Die ist leider hinfällig, die ist verfallen, aber ist nicht so dramatisch. Es gibt genug Essensmöglichkeiten in Epcot und dann halt vielleicht beim nächsten Trip irgendwann mal. Könnt ihr uns sehen? Cool. Müssen wir eigentlich jetzt nach Deutschland landen? Ja. Fertig sein. Werfen wir mal einen Blick darauf. Einverstanden? Willkommen in der Zukunft. Oder sollte ich sagen? Ja, sehr gut. Sie werden Ihr Haus auf dem Land mit einem ultraleichten, leistungsstarken, komplett vernetzten Familienauto verlassen. Ihre Reise haben Sie bereits mit Ihrem virtuellen Reisebüro geplant. Hotels, Büro und Restaurants. Guck mal, wir fahren zur. China. Nach China fahren wir zusammen. Da war ich doch schon mal beim Mama. Fotografische Spieltechnologie an Bord haben, der Sie die Zeit bis zur Ankunft verkürzen. Was ist denn R2D2-Bahn dran? Ah, ihr habt gesehen, wir sind Spaceship Earth gefahren. Im Prinzip die Attraktion in der großen Kugel, wenn man reinkommt. Und ja, es ist Sitzen und Gucken, man lernt was über die Geschichte. Ja, ich gucke schon die ganze Zeit. Am Anfang werden ja so 2 Bilder von uns gemacht und die werden am Ende dann noch gebraucht. Und jetzt waren wir gerade auf dieser Weltkugel drauf und sind nach Deutschland dann zugeordnet worden. Hello.
Also schon richtig cool gemacht. Eigentlich wollten wir jetzt nach der Reihe Nemo fahren, aber die Attraktion ist down. Deswegen gehen wir jetzt zu Soarin'. Jetzt eine Runde mit Soarin' geflogen. Ist immer eine sehr, sehr schöne Attraktion. Sollte ihr auf gar keinen Fall gehen lassen. Wartezeit war angesetzt 35 Minuten, aber wir haben nur 20 gewartet. Und ja, Living with the Land hat uns auch wieder offen. Aktuell 20 Minuten Wartezeit, da warten wir noch ein bisschen, weil normalerweise in der Wartezeit für 5 bis 10 Minuten. Wir gehen jetzt wieder zurück zu Nemo, denn das hat auch wieder offen und hat nur 10 Minuten Wartezeit. So, Zeit für Nemo, The Seas with Nemo and Friends. Gerade noch in der Attraktion gesehen, jetzt schwimmt sie schon hier ihre Runden. Da kommt sie wieder. Ich bin total.
warum sie im Kreis schwimmt. Ja. Ja, wenn man aus der Attraktion rauskommt, Nemo, gibt es hier ganz viele verschiedene Aquarien. Hier sind so Seeschlangen. Hier, mit seinem Vater sogar. Prina, Nemo mit seinem Vater. Today. Good. You know what? We have some sweets for you. German sweets. That's for you. So you can put them in your hair, right? Good. For later, for your break, right? Hi, Joy. How are you today? She's doing fantastic. We have some German sweets for you. That's for you. Oh. It's from Germany. That's you like our dresses? We like your dress as well. Ja, wenn das in Paris so schnell gehen würde mit den Charakteren. Wir haben jetzt Joy und Penelope getroffen innerhalb von 10. Ich muss mal kurz Prina Taschentücher geben. Ja, also Prina hat ihre Cola aufgemacht. Und was passiert, wenn man eine geschüttelte Cola aufmacht? Naja. Ja, also wir haben innerhalb von 15 Minuten richtig, also für uns Disney in Paris, richtig seltene Charaktere getroffen. Penelope und Joy. In Paris hätte man wahrscheinlich dafür 2 Stunden locker anstehen müssen. Hier, wie gesagt, 15 Minuten beide abgefertigt. Richtig schön, die haben sich selber über unsere Süßigkeiten gefreut. Hi, friends! He's trying? Yeah, you did. Hi, good Winnie job the Pooh! Good job! Good job! Good job! Pooh Bear, Winnie the Pooh Bear. Oh. No butterflies. No bees for honey. You hungry? Ja, jetzt ist endlich Zeit. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Ich bin sehr gespannt, ob die 17 Dollar, die wir heute Morgen investiert haben, sich wirklich lohnen. Alle sind ja mega gehypt. Man kann sich aktuell nur über die Virtual Queue oder über Lightning Lane anstellen. Es gibt keine normale Warteschlange. Greetings, Terrans. I am Nova Prime Irani Rayan, commander of the Nova Corps. On behalf of all Xandarians, I hope you have enjoyed exploring the wonders of Xandar. As you have seen, your world and ours were born of the same moment, one which you refer to as the Big Bang. As such, we are all galactic neighbors in a vast universe which we and countless others share. For you to travel to Xandar would take 2.5 million years,
assuming you had a ship that could fly at the speed of light. So we decided to come to you. But even we could not have reached you so easily were it not for the Cosmic Generator, an advanced piece of Xandarian technology that creates jump points, artificial tunnels that act as shortcuts, linking distant points in space. It is our desire to share this wondrous technology with your people so that together we might explore new worlds and create a brighter tomorrow. And now, as the culmination of the wonders of Xandar, you will be teleported to a Nova ship above your planet for a demonstration of the Cosmic Generator. I trust you will find it an unforgettable experience. Welcome, people of Epcot. Epcotters. Epcotians. Citizens of Epcot. Does anyone know what they call themselves? What? I'm on? Someone needs to tell me what I'm on. Welcome, Epcot Terrans. I am... Wir haben es geschafft. Wir sind eine Runde Guardians of the Galaxy geflogen. Und was für eine krasse Achterbahn. Wir dürfen ja keine On-Rides machen. Und es ist einfach, man kann es auch schwer beschreiben. Also es ist, man dreht sich halt so in sich. Ich habe auch gehört, dass vielen schlecht werden kann bei dem Ride. Ja gut, man dreht sich so ein bisschen in sich. Uns geht es allen super. Wir haben es alle mega gut gefunden. Die 17 Dollar haben sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben aber tatsächlich noch eine Stunde drin warten müssen, weil irgendwie nur ein Zug immer beladen wurde. Ja, wir haben zwar jetzt noch eine Virtual Queue bekommen für heute Abend, aber wir wissen noch nicht, ob wir so lange bleiben. Mal sehen. Wir studieren hier aber nicht. Manchmal verlegt sich die Zeit ja genau, vor. Genau, vorher. Wir schauen mal. Auf jeden Fall lohnt sich der Ride. Nicht entgehen lassen. Rina und Sinan fahren jetzt Mission Space dahinter mir. Also ich bin das im Januar gefahren. Nein, danke. Nie wieder. Egal, ob schwach oder, also die leichtere oder die stärkere, nie wieder. Kriegt ihr mich auf diese Attraktion. Mir war es so schummrig danach. Man sitzt wie in so einer Raumkapsel, wird ins All mit Gravitation geschossen und so. Nee. Das ist nichts für mich. Ich gehe jetzt in den Shop. Und ich weiß, was ich mir direkt kaufen werde. Die nächste Tasse. Happy! Ich bin so happy. Ja. Weiß nicht, was sie kostet. Bestimmt auch. Ich muss noch einen Rabatt fragen dann. Ja. Aber die Tasse gibt's. Happy. Ja, in den Parks merkt man wenig, dass wir gerade während der Halloween-Season da sind, weil eigentlich nur Magic Kingdom im Halloween-Style dekoriert ist. Aber hier gibt's ein bisschen Halloween-Merch. Schau mal. Ich suche immer noch die Kappe, aber die habe ich bisher noch nicht gesehen. Die Ohren gibt's hier. Axe, Spirit Jersey. Den Loungefly gibt es aber, glaube ich, auch in Disneyland Paris. Diese Skeleton-Kollektion, die soll aber auch zu uns zu Shop Disney kommen. Ich weiß nichts mit denen anzufangen. Hier gibt es so leuchtende Hades, Maleficent, Ursula und ich glaube Sauerohren. Gibt es dieses T-Shirt mit den Skeletons? Tassen über Tassen. Ja, ich mache jetzt noch mal eine schnelle Runde durch den Shop. War gerade schon live auf Insta kurz. I don't
Coach Collection gibt es hier. Ganz viele Ohren. Bis hat mich an den Ohren nichts angesprochen. Die kennen wir auch hier. Das sind Paris-Ohren. Hier, die Kollektion ist ganz günstig. Ich glaube, die Tasche war über $300. Hier, der Rucksack nur $270. Why not? Dooney & Burks. Tonnenweise. Ganz viele Lounge-Schleiß. Die hier sind neu. Die finde ich echt ganz hübsch. Vor allem für uns in Deutschland. Aber $70 kosten die Pullover. Daisy ist richtig süß. Also Brina sagt, China ist, als ob man Soja und Maggi zusammenmischen würde. Hast du es schon probiert? Da unten sind noch frische Becher. Hier, da sind neue. Nimm dir die. Also China probiere ich nicht nochmal. Das war beim letzten Mal schon eklig. Ja, probier doch mal. Das schmeckt gut. Ja, Litchi hat mir auch gut geschmeckt. Schmeckt die Barbecue flüssig. Schmeckt die Barbecue flüssig. Ne, wirklich jetzt. Also Litchi war am besten. Mein All-Time-Favorite. Mein Favorite. Also, du hast gesagt, es wäre eklig. Ich mag's. Das ist geil. Ja. Sowas von geil. Ich mag's auch. Nachdem wir uns jetzt bei Club Cool durchprobiert haben, mein Favorit ist immer noch Sprite-Gurke, gehen wir jetzt Richtung Norwegen. Unser Genie Plus ist dran für Frozen. Er war After. Und danach möchte Brina noch Elsa und Anna treffen. Haben auch nur 15 Minuten warten. Haben auch nur 15? Ich hoffe, das in Disneyland Paris. 15 Minuten Wartezeit für Anna und Elsa. Hier sind wir noch. Nee, ich glaube, Norwegen ist noch ein Stück weiter, soweit ich mich erinnere. Oder? Das könnte schon hier sein, aber der Ride ist eins weiter. Ja. Ja, wir sind in Norwegen angekommen. Nochmal, ich habe es in den anderen Vlogs gesagt, sag es gerne nochmal. Wir haben für den ganzen Aufenthalt Genie Plus. Und die normale Wartezeit ist 80 Minuten. Und wir haben uns halt vorher die Lightning Lane gebucht. Snowman, come on, I know you do.
made a magic winter show with summer snow for spending me and you. Ja, Frozen Ever After war wirklich schön. Der Ride soll ja auch nach Disneyland Paris kommen, in so einen Arendelle-Bereich. Da freue ich mich sehr drauf. Aber in der ersten Reihe wird man irgendwie ein bisschen nass. Aber dann hätten wir vielleicht die erste Wasserbahn in Disneyland Paris. Ja, ich stehe jetzt hier in China und hole was zu essen beim China-Stand. Und ja, ich habe bisher noch nichts gegessen. Wir haben schon 10 nach 3. Und dann gehen wir mal zu Anna und Elsa. Ja, Epcot an den Ständen ist halt leider nicht günstig oder generell das Essen. Also das hat 7 Dollar irgendwas gekostet. Das ist so ein Beef Sandwich und die Dumplings 5 Dollar. Ich hoffe, es schmeckt wenigstens. Aber es ist mein erstes Essen heute um 3:15. Das ist schon ganz schön spät für mich. Hi Mini, look. Oh my gosh, you guys are magic. And we have some German sweets for you. For you? From Germany. Oh my gosh, Germany. Thank you. Der nächste Meet and Greet geschafft. Wir haben jetzt für Mini knapp 15-20 Minuten gewartet. Also Character Meet and Greets sind hier vollkommen im Rahmen. Als nächstes geht es jetzt zu Anna und Elsa. Hi Anna. Nice to see all of you today. I like all the ice and snow. Everyone's wearing them. We just came from a snowball fight together. Yeah. Yes, of course. We always enjoy a good snowball fight in Arendelle too, as long as I'm on my sister's team. Hi Elsa. Would you all like to come and join me? Yeah. Of course. So. Also das Meet and Greet mit Elsa und Anna, ja, war ein bisschen durchwachsen. Also bis jetzt finde ich tatsächlich die Aktionen in Paris besser. Paris und auch hier Shrek und so in Universal ja, war auch schon besser. Mini war so ein bisschen verhaltener, aber Anna und Elsa jetzt, dachte ich, okay. Konnten nur Fragen nach der Magic Power. Ja, die hatten nur zwei Fragen drauf. Und, ob man die Schokolade schon probiert hat. Und Elsa hat nicht mal Brinas Bound erkannt, also dass sie ja Elsa darstellen soll. Sie hat nur gesagt, sie müsste sich das hier als zweites Kleid kaufen. Selbst die Kinder, die hier rumlaufen, erkennen mich. Tja, also das waren wirklich, also wenn man das so sagen kann, nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Ja, aber das haben wir jetzt auch erledigt und jetzt gehen wir zu den Three Caballeros. So, für mich gibt es noch eine Portion am Nudelstand und zwar Udon, Pork, was auch immer, eine Suppe. Bin sehr gespannt. Also, sieht nicht so appetitlich aus. Ich hoffe, dass es besser schmeckt.
Also auch wenn die Suppe nicht so lecker aussah, mir hat sie sehr gut geschmeckt. Die hätte ich vor ein paar Tagen gebraucht, als meine Erkältung auf dem Höchststand war. Ja, wir gehen jetzt Richtung Figment und Journey into Your Imagination, so heißt glaube ich die Attraktion. Und dann werden wir wahrscheinlich nochmal Guardians fahren. Unsere Virtual Queue hat sich nämlich nach vorne geschoben. Jetzt schaffen wir es doch noch in unserem Zeitplan. Das World Showcase werden wir am 3. Oktober, also an unserem Dirndl-Tag, genauer unter die Lupe nehmen. Das schaffen wir heute nicht. Wir wollten halt heute so viele Attraktionen wie möglich machen. Und am Montag dann werden wir uns die Pavillone genauer anschauen. On your tour, you'll see how the five human senses can help capture your imagination. Oh, can I go too? Absolutely not. This is one of our discoveries, the figment of imagination. Yeah, I know all about the senses. There's sight, sound, smell, touch, goochie goochie go, and taste. Taste like chicken. Can I go? Please, please, please. No, I don't want you out of my sight. Out of sight, all right. Can't light your fancy. Your mind sees more than what your eyes see. Your sense of sight can make your fancy fly. There's more to swim to. This is not a good time. It's always a good time to use your imagination. So let the good times roll. Woohoo! You win one Santa. Don't! Turning this entire open house upside down. Upside down? Now you're talking. That's the best idea you've had all day. With just a spark of inspiration, I made my house an innovation. Imagination really comes around. Come on in. So, what do you think? More than you can imagine. Wir sind jetzt Figment. Oh ja, da ist ein Fotoboss-Fotograf, der langweilt sich. Ja. Journey into the Imagination hat mir beim letzten Mal eigentlich schon gut gefallen. Es ist schon so ein bisschen, aber ich finde es sehr witzig. Und ja, jetzt machen wir noch ein paar Fotos an der Kugel und dann fahren wir noch eine Runde Guardians. Wir haben ja, als wir in der Schlange um 13 Uhr da anstanden, haben wir noch eine Virtual Queue für jetzt bekommen und die werden wir jetzt gleich einlösen. As the capital of the Nova Empire, Xandar is home to over 12 billion citizens. Constructed on a vast system of atolls. Wir haben jetzt noch einige Fotos vorne am Eingang gemacht. Super Zoom war jetzt leider nicht mehr da. Und jetzt ist es Zeit für Guardians of the Galaxy Nummer 2. Runde 2. Unsere Virtual Queue ist dran. War eigentlich estimated auf 19.40 Uhr. Aber es ist jetzt um 18 Uhr schon und ich freue mich drauf. Mal gucken, welchen Song wir jetzt kriegen. Und ich muss dann noch in kurz noch in den Shop rein. Und dann verlassen wir auch heute Epcot schon. Bleiben heute nicht bis Ende, denn wir gehen am Montag nochmal. Bleiben wir bis zum Schluss und gucken uns nochmal Harmonious an. So, wir sind jetzt nochmal eine Runde Guardians geflogen und hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten jetzt den Song September, eben hatten wir Conga. Und ja, jetzt geht's Richtung Ausgang. Wir fahren jetzt mal mit der Monorail. Wir wollen nicht nach Magic Kingdom. Wir wollen einfach nur mit der Monorail fahren. Ich glaube, wir müssen da lang. Bisschen verwirrt. Genau, also wir fahren mit der Monorail und dann geht's noch ins Outlet. Transportation and Ticket Center. For those of you standing,
Please hold on to the handrails throughout our journey. Please stay clear. Wir sind jetzt hier mit der Monorail am Ticketing Center, irgendwie so heißt das Ding, angekommen. Man muss immer umsteigen. Wenn man von Epcot nach Magic Kingdom möchte, muss man hier umsteigen, weil die Leute, die hier fürs Magic Kingdom parken, müssen immer mit der Monorail nach Magic Kingdom fahren. Irgendwie habe ich das mal so verstanden. Ist irgendwie auch kompliziert gelöst, aber so ist es. Wir fahren jetzt auch noch weiter ins Magic Kingdom. Da ist auch gerade die Halloween Party, da gehen wir natürlich dann nicht rein. Und von da aus dann nehmen wir uns ein Uber. Aber dann haben wir das auch schon mal abgehakt. Es gibt ja verschiedene Transportsysteme, Monorail, es gibt die Boote, natürlich die Busse und den Skyliner. Und ja, bis auf die Busse, die sind jetzt unspektakulär, liebe ich alle drei, sind schon ein Highlight wert. Oder ne, also sollte man auf jeden Fall einmal alle getestet haben, auch wenn man überhaupt nicht dahin fahren möchte, so wie wir heute. Wir fahren einfach Monorail als Attraktion selbst. Ja, ich bin mal gespannt aufs Outlet und... Das Wetter ist heute genial, also kein Wölkchen am Himmel. Der Hurricane hat Eis mitgenommen. Könnt ihr es sehen? Da ganz hinten ist das Schloss. Zum ersten Mal in diesem Trip. Ja, wir waren zwischenzeitlich beim Disney Outlet und hier bei Target, aber da habe ich euch jetzt nichts gezeigt. Deswegen beende ich jetzt den Vlog. Ja, was haben wir gekauft? Wir haben ein paar Süßigkeiten gekauft, Cola Starlight, aber ja, nichts Spektakuläres. Ja, wenn euch dieser Vlog aus Epcot gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns morgen zu Topolinos Restaurant wieder und fürs Magic Kingdom. Gute Nacht.